Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2 Final Mix HD. Und wir versuchen mal den Cup hier zu schaffen und und ist das Stichwort. Die Luft ist rein. Keine Spur von den Niemanden oder den Herzlosen. Für den Moment zumindest. Das da hinten sieht aus wie die Arena in dem Teil. Was ist das? Die Unterwelt-Arena. Oh, Auron ist wieder da. Cool. Kreaturen der Unterwelt haben sich einst hier bekämpft. Wieder und wieder. Aber Zeus fand keinen Gefallen an der sinnlosen Gewalt, also hat er diesen Ort versiegelt. Und jetzt ist er wieder zugänglich? Irgendein Narr muss das Siegel gebrochen haben. Was für eine Dummheit. Ja, es ist halt schade, dass wir das waren. Ich wüsste gerne, ob Auron weiß, dass wir das waren. Wo willst du hin, Auron? Wo wir uns nach einiger Zeit mal wieder treffen. Wenn euch langweilig ist, dann geht und helft euren Freunden. Sprecht mich einfach an, wenn ihr an einem Turnier teilnehmen wollt. Seine düstere Verbrochenheit hat heute seinen wohltätigen Tag. Steht nicht da, aber meint den wohltätigen Tag. Also macht euch keine Sorge übers Sterben oder so. Ihr solltet euch glücklich schätzen. Und wenn ihr gewinnt, bekommt ihr jede Menge fantastische Preise. Es gibt mehrere Turniere, also kommt ruhig öfter mal vorbei. Ja, ist ein großartiger Zeitvertreib. Alles klar, dann gehen wir mal kurz bei Mokri vorbei und gucken, was der noch zu sagen hat. Aber ja, soweit, so gut. Einmal kurz speichern. Und sprechen dann mal nicht mit ihm, sondern mit Schwefel hier drüben. Ich finde die beiden irgendwie schon putzig. Die sind absolut hässlich, aber irgendwie auch putzig. Ihr könnt euch für ein Turnier anmelden und wir kämpfen einfach mal den Pech und Schwefel Cup. Und es werden keine Experience Points vergeben. Was? Damn. Kämpfe Seite an Seite mit deinen Gefährten. Die Drive-Leiste steht nicht zur Verfügung, aber die Limit-Moves kosten weniger MP als sonst. Und warum auch immer da oben steht jetzt die Unterwelt-Arena verschärft. Ich habe keinen Plan. Das Turnierlevel ist auf 25. Das sind, glaube ich, noch vier Level über uns. Aber gut. Ich bin für den Pech- und Schwefel-Cup gekommen und ich werde den Pech- und Schwefel-Cup auch beginnen. Ob ich ihn zu Ende bringen kann, ist allerdings eine andere Sache. Sammle Medaillons ein, um eine höhere Punktzahl zu erreichen. Wobei ich glaube, die Medaillons sind mir ziemlich egal. Okay, das ist ziemlich cool irgendwo. Okay. Alles klar. Es war eine interessante erste Runde. Ich finde es schade, dass sie uns nicht mehr sagen, gegen wen wir jetzt kämpfen. Das fand ich beim ersten Turnier, das fand ich beim ersten Spiel ziemlich cool. Aber so sehr ich die Limit-Leiste hier, so sehr ich den Limit-Angriff hier tatsächlich mag, ich sollte vielleicht ein wenig sparsamer damit umgehen, weil er immerhin verbraucht er nämlich auch einiges an MP. Und von denen habe ich halt auch nicht ewig. Hier bei den Autos allerdings werde ich definitiv den Komet benutzen. Heal.
Oh, verdammt, das hat genau nicht so funktioniert, wie ich dachte. Ich wollte nämlich Vita hier schön einsetzen und die Zeit, wo ich hier ausweichen muss, dann nutzen, damit sich die MP-Leiste wieder auffüllt. Hat jetzt nicht ganz so funktioniert, wie ich dachte. Einfach dadurch, dass sich die MP, dass ich gleich wieder getroffen wurde, was definitiv nicht mein Plan war. Aber gut, das hätte mich auch gewundert, wenn das hier, die einzigen Gegner gewesen wären. Ach, verdammt, nein, das war Komet. Ich wollte Komet doch nicht. Aber gut, wenn schon, denn schon. Hier wäre Komet eventuell nicht so schlecht. Ich finde die Gegner nämlich ziemlich nervig. Und es hat eine der Statuen überlebt. Das ist ja auch nicht cool. Oh Gott. Komet, Komet, hilf mir, Donald! Tu, was immer du kannst, aber lass nicht zu, dass mich die Gegner angreifen. So. Zu viele Gegner, wow. Auf jeden Fall ist ja, glaube ich, mehr los als noch im ersten Teil. Das Problem, das ich jetzt ein bisschen habe mit der Kometleiste, ist, dass ich nicht mehr wirklich erkennen kann, also mit dem Autolimit, dass ich nicht mehr wirklich erkennen kann, wann ich den Gegner damit aufhalte mit meinem Aktionskommando und wann ich wann ich Donalds Limit einsetze. Es war ganz gut, dass das hier nicht funktioniert hat, was ich eigentlich machen wollte. Ich habe nämlich aus Versehen auf L1 gedrückt, auf L1 und auf Viereck, um mich zu beschützen. Dabei wollte ich ja eigentlich nur... Wow, so viel zu gehen, nicht K.O., das ging jetzt fix. Dabei wollte ich ja eigentlich nur verteidigen und nicht mich heilen. Aber okay, versuchen wir das Ganze nochmal. So, willkommen im Kolosseum und willkommen zur ersten Runde. Nachdem ich es vor langer, langer Zeit schon mal versucht habe hier. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was für ein Cup das jetzt ist. Der Herkules Cup? Der Cerberus Cup? Ich habe keine Ahnung mehr, wie das Ding heißt. Nachdem ich das damals lange, lange versucht habe und es einfach nicht funktionierte. Versuche ich es jetzt nochmal. Aktuell dort, wo ihr das jetzt seht. Von daher bin ich überzeugt, dass wir zumindest die ersten zwei Cups schaffen. Ob wir den
dritten, ob wir den dritten auch hinkriegen, das sehen wir dann. Wäre allerdings schon ziemlich cool. Aber wenn ihr euch mal vorstellt, damals, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, welches Level ich da war. Wahrscheinlich die Hälfte von dem, was ich jetzt bin. Auf jeden Fall hatte ich so arge Probleme mit den Gegnern, gerade mit dem Autogegner hier zum Beispiel. Und jetzt kommt der Autoherzlose hier überhaupt nicht mehr zum Angreifen, so mächtig bin ich. Das ist schon ordentlich. Das geht so, vor allem ziemlich schnell. Wahrscheinlich ist der Preis, den wir hier am Ende kriegen, ich hoffe doch, dass wir zumindest einen Preis kriegen. Wahrscheinlich ist der Preis, den wir hier am Ende kriegen, absolut nutzlos mittlerweile. Huch, ja, aber ich meine, für die Ehre. Hier, und auch die Gegner, die haben es, mit denen hatte ich damals so dermaßen Probleme. Und heute kriege ich es ohne Probleme hin und bin ja mal gespannt, was hier könnte. Ich weiß gar nicht, ob ich damals, ich glaube in die Runde 7 bin ich noch gekommen. Irgendwie, aber weiter habe ich es dann nicht mehr geschafft. Was ziemlich schade ist, weil ich glaube, viel mehr Runden gab es hier gar nicht mehr. Ah ja, doch. Ich glaube, das hier habe ich auch schon geschafft, aber geh nicht K.O., bis die Zeit abläuft. Das war dann... Eine Minute habe ich es hier, glaube ich, nicht mehr ausgehalten. Dafür hatte ich keine Items mehr. Bis dahin hatte ich die alle schon verbraucht. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich überlege, ob ich euch entsprechend ein wenig, je nachdem, wie schnell ich hier tatsächlich vorankomme, dass ich euch ein wenig davon gerade eben gezeigt habe. Und das für euch ziemlich blöd jetzt erscheint, was ich hier laber, weil ihr das gerade gesehen habt. Aber seid euch einfach bewusst, dass es für mich eventuell schon ein paar Wochen her ist, dass ich das hier versuchte. Oh, Halbfinale. Jetzt kommen wir so langsam. Ich dachte echt, das wäre die Finalrunde gewesen. Schade, aber gut, wenn es uns ja sagt, dass wir jetzt im Halbfinale waren, beziehungsweise jetzt ins Finale kommen. Oh, Yuffie und Leon. What? Damn it. Oh, das könnte problematisch werden. Okay, das wäre damals tatsächlich absolut unmöglich gewesen. Jetzt so stark, wie ich momentan bin, kein Problem, aber wow. Das hätte ich damals bei weitem nicht geschafft. Ich glaube, hier zeigt sich wirklich, dass der Veteranen-Schwierigkeitsgrad durchaus nicht zu unterschätzen ist. Auch wenn das im restlichen Spiel jetzt nicht so sehr deutlich war. Hier bei den optionalen Sachen wird es, glaube ich, ziemlich deutlich. Wir kriegen hier den Protesgurt, wie süß. Erhöht die Abwehrkraft deutlich. Putzig. Und immerhin ein Freudenstein. Ein Stein, reich gefüllt mit Freude, ein seltenes Material. Und das benutzen wir ja auch schon ständig zum Schmieden. Denn beim Schmieden gibt das die... gibt das ein höheres Item. Ich habe eben zum Beispiel den Schutzengel mit einem Freudenstein hergestellt und damit einen Kraftbolzen gekriegt, einfach weil der Kraftbolzen scheinbar das um eins höhere Rang-Item ist. Aber gut, melden wir uns nochmal am Turnier an und versuchen nach dem Pech und Schwefel, genau, nach dem Pech und Schwefel Cup, einfach mal den Cerberus Cup. Sora muss alleine kämpfen, die Drive-Leiste fühlt sich dafür schneller als sonst. Und Sora kann Formen alleine einsetzen. Das ist extrem praktisch, da nehme ich teil. Das dürfte absolut kein Problem sein, wenn ich in die Meisterform wechseln kann oder in die Heldenform. Pff.
wenn ich in die besiege alle Gegner innerhalb des Zeitlimits, um siegreich zu sein. Okay. Ja, wenn ich hier tatsächlich in die Heldenform wechseln würde, würde ich wahrscheinlich gar nicht mal aus der Heldenform rauskommen, bis das hier zu Ende ist. Aber gut, so schlage ich mich hier erstmal mit der Meisterform durch. Ich habe keine Ahnung, wenn es keine Erfahrungspunkte gibt, was ich immer noch ziemlich schade finde, weiß ich auch nicht, ob das hier tatsächlich eine praktische Möglichkeit ist, die Formen zumindest zu leveln. Ich habe keine Ahnung, ob die irgendwie weiter leveln, wenn ich keine Erfahrungspunkte kriege. Ich fürchte ja ehrlich gesagt eher nicht, aber auf jeden Fall ist es um einiges einfacher, hier durch den Cup durchzukommen. Ja, wie ihr seht, wir sind jetzt schon in Runde 5 und haben immer noch die erste Meisterform wobei sie gleich aufhört. Also die erste Meisterform-Transformation hat jetzt 5 Runden ausgehalten. Das ist schon ordentlich. Jetzt ausgerechnet gegen die beiden Gegner muss ich in meiner normalen Form kämpfen, aber ich schätze, nachdem ich ihn hier fertig gemacht habe, kann ich sogar, noch nicht ganz in die Heldenform will ich nochmal wechseln. Was sind das denn für Gegner? Den hier kenne ich, aber was sind das hier denn für Gegner? Kenne ich die irgendwoher? Habe ich die schon mal gesehen? Sagt mir gerade zumindest nichts. Aber gut, ich schätze, wir sind jetzt im Halbfinale und haben noch 7 Formpunkte. Und nein, es ist tatsächlich noch nicht das Halbfinale. Au, 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 au. Hey. Schluss damit. Lasst mich gefälligst wenigstens mitspielen. Wenn ich gerade mal Level 30 gewesen wäre, wie es hier, glaube ich, empfohlen war, boy oh boy, hätte ich sowas von absolut keine Chance gehabt. Ich meine, ich bin hier extrem unvorsichtig, was auch dann dazu geführt hat, dass ich hier eine High Potion einsetzen musste, einfach weil ich halt so dermaßen unvorsichtig bin. Und das Ganze entsprechend einfach nur schnell hinter mich bringen möchte. Kämpfe ich hier gegen Cerberus? So als kleinen Endgegner quasi. Was mich, wie gesagt, auf Level 30 wahrscheinlich absolut getötet hätte. Falls sich noch irgendwer dran erinnert, zu der Zeit, als ich gegen Cerberus in der Story gekämpft hat, hatte ich absolut keine Chance, also so wirklich gar keine. Und in dem Fall hätte ich eventuell sogar am besten zur weisen Form wechseln sollen, weil ich dort einfach von der Distanz hätte mit Schüssen angreifen können. Aber man lernt nicht aus, jetzt sind wir in der Meisterform, damit kriegen wir das auch hin. Hauen hier noch ein paar Mal im Dunkeln einfach blind auf das, was wir anvisieren, und dann haben wir es auch schon geschafft. Tada! 1,35 hätten wir noch übrig. Beziehungsweise 1,36 eigentlich. Soweit so gut. Auf jeden Fall schicke Pokale. Das auch. Ich bin mal gespannt, was wir hier jetzt noch kriegen. Ob das was Nützlicheres ist oder nicht. Der steigende Drache zum Beispiel. Eine gute Balance aus sehr großer Angriffskraft und sehr hoher Magiekraft. Klingt schon mal nicht schlecht. Erhöht den Schaden, der durch feuerbasierte Attacken verursacht wird. Klingt nicht ganz so gut. Und ein Freundenkristall,
Ein mysteriöser Kristall erfüllt von Freude. Keine Ahnung, was das Ding macht. Aber wenn es ein sehr seltenes Kristall ist, schätze ich mal, dass es nicht unbedingt unbrauchbar ist. Aber was ich allerdings gucken möchte, ist tatsächlich hier der Protesgurt hat gerade mal eine Abwehrkraft von 3, von daher ja, vermutlich nicht besser als irgendwas, was ich hier angelegt habe. Gut, dann schauen wir uns noch das Schlüsselschwert an, das wir gekriegt haben. Das war... Wo ist es denn? Verborgener Drache. Nee. Wie hieß das Ding? Oh, steigender Drache. Das war eine... Ja klar, das war kein Schlüsselschwert. Ah, blöd. Aber gut, es ist tatsächlich eine... stärkere Waffe für Donald. Das ist praktisch. Dann kriegt er die. Gut. Auf zum aktuell letzten Turnier, nämlich dem Titanen-Cup. Das empfohlene Level ist 45. Wenn wir mal gucken, wir sind Level 41. Von daher gehe ich mal stark davon aus, dass ich das hier an dieser Stelle mal wieder nicht schaffen werde. Aber ich gebe mein Bestes. Vor allem Sora muss alleine kämpfen. Ich kann alleine Freunde herbeirufen. Es wäre ganz cool, wenn ich mich auch in meine Form verwandeln könnte. Aber gut, versuchen wir es. Ich gebe mein Bestes. Ansonsten war das hier einfach... Sora muss alleine kämpfen, kann aber Freunde zu Hilfe rufen. Du verlierst Punkte, wenn Sora Schaden nimmt. Besiege alle Gegner, ohne alle Punkte zu verlieren, um siegreich zu sein. Das sind definitiv immer andere Regeln hier in der Unterwelt-Arena, das ist eigentlich ganz nett. Ja, ansonsten war das hier wohl ich kann Limit Move einsetzen. Was macht das Triogramm denn? Okay. Na, nehme ich an. Habe ich kein Problem mit. Ah, was mache ich denn? Hilfe! Ich war mit meinem Menü verwirrt, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie ich Freunde herbeirufe. Was sich eventuell als ziemlich unpraktisch erweisen könnte hier. Ah, hier, rufen. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Hilfe! Oh Gott, ich habe keinen Plan, was hier gerade abgeht. Ich bin völlig, völlig überfordert gerade. Das war aber auch, kann sein, dass ich das jetzt nicht schaffe, einfach weil ich nicht gewusst habe, wie man Freunde ruft. Ich habe mir erstmal angucken müssen, wie ich überhaupt meine Freunde rufe. Ja, von daher mal gucken, ob das hier noch was wird. Ich habe ja ein ungutes Gefühl dabei. Hier ist auch das erste Mal, dass wir tatsächlich niemanden in einem Cup drin haben, oder? Aber hey, dafür, dass ich keine Ahnung habe, was ich mache, halte ich mich eigentlich gar nicht
halte ich mich eigentlich gar nicht schlecht, oder? Ich glaube auch, dass ich hier Freunde rufen kann, ist schon extrem praktisch. Allerdings habe ich gleich alle meine Punkte verloren. Von daher, ich würde den Kampf wahrscheinlich überleben, aber was meine Punkte angeht, sieht es momentan echt übel aus. Ja, das war's schon. Schade. Das ist jetzt natürlich, das ist eigentlich ziemlich fies, dass ich es halt überleben würde. Aber ist halt irgendwie... Ich funktioniert, weil ich meine Punkte verliere. Das ist ja fies. Ruft Hühnchen tatsächlich einfach die Gegner herbei? Keine Ahnung, ob das so praktisch ist. Man hat jetzt eigentlich ganz gut funktioniert, aber wirklich keine Ahnung, ob das so praktisch ist. Joch, jetzt habe ich schon wieder Hühnchen Junior gerufen vor lauter Panik, die ich hier habe. Ich habe auch das Gefühl, dass ich tatsächlich schlechter bin noch als das letzte Mal. Aber ich habe das letzte Mal auch wirklich so gar nicht auf meine Punkte geachtet. Und habe keinen Plan, wie gut ich mich geschlagen habe. Ich weiß nur, dass ich halt gucken sollte, dass ich nicht getroffen werde, weil wenn ich getroffen werde, sieht es schlecht für meine Punkte aus. Und immerhin 192 sind noch einige. Aber... So, das hat bedeutend besser funktioniert hier mit Hühnchen Junior. Ich glaube, Hühnchen Junior ist an sich gar nicht so schlecht in dem Fall, wenn es die Gegner tatsächlich auch paralysiert, so ein klein bisschen, und nicht nur herbeiruft, dann könnte das Ganze tatsächlich extrem praktisch sein. Überhaupt die so auf einem Fleck zu haben, auch wenn ich das so rein... Ich meine, die Gegner zu einem zu rufen, klingt erstmal nicht gut, weil ich will, dass die Gegner weg von mir sind. Ich will keinen Stress mit den Gegnern haben. Aber, tatsächlich... das hier wird übel. Tatsächlich die Möglichkeit zu haben... alle Gegner auf einmal anzugreifen, weil sie halt so auf einem Fleck sind, das könnte tatsächlich extrem, extrem praktisch sein. Und wenn Hühnchen Junior hier eventuell sie auch nur ein klein wenig blockiert, kurze Zeit handlungsunfähig macht, dann könnte sich das Ganze als extrem, extrem praktisch herausstellen.
Und immerhin, 124 Punkte habe ich immer noch und könnte so langsam mal ins Halbfinale kommen. Nur vor dem Finale habe ich dann natürlich Angst. Und yes, das ist tatsächlich das Halbfinale und ich kann niemanden rufen. Jetzt kann ich jemanden rufen. Warum ging das denn gerade nicht? Oh, der Gegner wird mich fertig machen. Oh, 16 Punkte. Ich bin mit 16 Punkten im Finale. Das wird doch im Leben nix. Und ich muss gegen Herkules antreten, der garantiert jetzt nicht unbedingt der leichteste Gegner ist. Oh! Ich wusste es, verdammt! Wow. Okay, das war zerstört. Wow, krass. Keine Ahnung, was ich hier gerade anders gemacht habe, aber es hat bedeutend besser funktioniert. Wow, ich komme hier krass durch. Ich weiß nicht, was Hühnchen Junior macht, aber es funktioniert. So, das hat tatsächlich um einiges besser funktioniert. Immerhin, ich habe 226 Punkte statt 16. Von daher probieren wir doch mal aus, ob das bei Herkules nicht so ganz funktioniert. Weil Herkules immerhin diesen Unverwundbarkeitsmodus hat. Hier den. Aber so alles in allem zerstören wir Herkules gerade doch schon ziemlich. Ich sollte mich halt nur ein wenig vor seinem Angriff in Acht nehmen. Aber ja, tatsächlich scheint hier die extrem gute Taktik zu sein, auf Hühnchen Junior zu setzen und Hühnchen Junior einfach immer zu rufen. Weil wir haben gerade Herkules zerstört, wir haben 226 Punkte übrig. Wow. Wow. Ich bin sehr froh, dass das funktioniert hat. Damit haben wir alle drei aktuellen Cups fertig. Ich glaube, es gibt noch einen vierten, den kriegen wir aber später erst irgendwann. Von daher ein großes Yay. Ich habe zwar keine Ahnung, was Donald und Goofy hier noch gemacht haben, aber wir kriegen den Genji-Schild für Goofy, was mit Sicherheit stärker ist als das, was er... Wobei, vielleicht gar nicht mal so sicher. Den Maestro-Ring, der allerdings nur die Maximum-AP drastisch erhöht, von daher keine Ahnung, ob ich den tatsächlich auch einsetze. Wir werden es sehen. Ich gucke nämlich mal ganz kurz nach. Erstmal Goofy kriegt das... Nicht das Genji-Schild, denn das wäre definitiv die stärkste Waffe bisher. Allerdings ist die Aksha-Chronik, also die herzlosen Waffe, mal wieder stärker als so ziemlich alles, was wir bisher kriegen können. Gut. Und was kriegen wir noch? Den Maestro-Ring, der mit 5 AP ehrlich gesagt gar nicht so groß steigert. Also da habe ich den Experten und den kosmischen Ring, der steigert um einiges mehr. Von daher sehr enttäuschende Preise hier im Titanen-Cup. Wir speichern und beenden diesen Part und sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit der Story in Twilight Town.
soweit ich weiß.